Willkommen vor den Empfangsgeräten. Ich bin Morgens Jakob von den Frakta und ich bin wieder in Art of War. Und wir machen jetzt mal Dings. Nee, ich will jetzt nicht alles setzen. Wieso, was ist denn da? Achso, das soll ich so machen? Jo, alle fort, machen wir das dann halt so. Wenn das Spiel der Meinung ist, aber ich hätte lieber den Medic. Den habe ich. Oh, halt, warte. Oh, jetzt sagt mir das Spiel, so irgendwas machen, okay. Den finde ich eigentlich ganz cool. Hat ich jetzt eigentlich Red Tides gesagt oder nicht? Also ja, wurscht, ihr wisst ja. Es steht ja über Meteor drüber im Spiel. Ja, trotzdem. Ja. Der Form halber muss es ja trotzdem sein. Kann ja sein, dass jemand nicht lesen kann. Dann kriegt er es von mir gesagt. Wer das Bim 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 macht, trinke ich noch einen Schluck Kaffee. Weil ich bin mittlerweile echt platt. Moment. Das hat mir ganz gut gefallen. Ich spiele irgendwie hauptsächlich gegen Asiaten. Habe ich irgendwas falsch eingestellt vom Server? Also ist mir persönlich völlig wurscht. Nur mache ich mir halt Sorgen über meinen Ping. Andererseits habe ich ja in dem Spiel, ja eh relativ wenig Einfluss auf das Geschehen. Da ist der Ping jetzt auch nicht so wichtig. Ha, haben wir noch einen besseren. Commander, prepare yourself. The battle is about to begin. It's our round, and our soldiers are ready and waiting. Tatsächlich, finde ich ja großartig. Ah, was ist jetzt passiert? Nein, nicht abstürzen, nicht abstürzen, nicht abstürzen. Ach gut. Irgendwelchen Gründen. Dominating. Großartig. Our soldiers have arrived at the battlefield. Prove your value to your ally. Ja, worauf warten die jetzt?
Unstoppable.
Don't be discouraged. We are only retreating temporarily. Ahead. To start, get ready for the last charge. Unstoppable. Thank you.
Well done, Commander. Ist das richtig? Sie haben meine Verbündeten auf Qualität gesetzt und ich habe die russische Taktik angewandt. Ich habe sie totgeschmissen mit Billigtruppen. Sehr schön, jetzt habe ich den Medic freigeschaltet. Wobei ich mir nicht sicher bin, ob der wirklich so viel reißt in dem Spiel, in dem es halt dermaßen zum Massakrieren geht. Ob ich nicht besser auf starke Kampfeinheiten setze. Mein Hauptproblem war ja, dass meine Truppen überhaupt nicht die Front erreicht haben. Die wurden ja schon im Vorfeld kräftig ausgebombt. Also jedes Mal, wenn die gespawnt sind, wurden sie nach 3 Schritten von einem Bomber-Run erwischt. Das fand ich hervorragend beobachtet von meinen Gegnern und abgepasst. Also ich habe das leider nicht so gut hingekriegt mit diesem Bomber-Run. Ist natürlich eine verheerende Methode. Bin mir nicht ganz sicher, es ist ja Open Beta, ob das nicht ein bisschen abgeschwächt werden sollte. Weiß ich nicht genau. Also ich hatte den Eindruck, dass er schon eine sehr verheerende Wirkung auf den Nachschub hat. Also was überhaupt dann die Front erreicht. Gott! Ich würde sagen, für die heiligen Mission des Infractor Games Archives würde ich, ja, also wir sagen jetzt nach 2 Videos, haben wir glaube ich schon ganz gut durchblickt, was das für ein Spiel ist und wie das funktioniert, wie das aussieht, was das von uns will. Wie gesagt, ich finde es faszinierend, dass wir im Prinzip ein MOBA-Art vor uns haben, die eben dieses eingeschränkte Spielfeld hat, wie in diesen japanischen japanischen Rollenspiel-Dingern da. Ich muss mal einen Titel rausholen, damit ich ein Beispiel vorspringen kann. Ich weiß gerade nicht mehr genau, wie die hießen. Das war irgend so ein Free-to-Play-Titel, wo ich zuerst gedacht habe, was ist das denn? Und dann fand ich es aber eigentlich gar nicht mal so gut. Naja, aber auf jeden Fall finde ich es interessant, dass man hier diesen Längsstreifen, das Schlachtfeld mit einem MOBA verbindet, aber das eigentlich zentrale MOBA-Element rausnimmt, nämlich die Helden, und sich auf die Minions fokussiert und die und die Zusammensetzung und die Qualität des Minion-Spawns als Kernelement nimmt. Also finde ich ganz faszinierend. Gut aussehen tut es auch. Ob sich das jetzt wirklich am Markt behaupten wird, weiß ich nicht. Warten wir es mal ab. Hat auf jeden Fall was, kann ich mir gut vorstellen, dass das auch wirklich Spaß machen kann und auch längere Zeit beschäftigt und nicht nur so ein Zwischendurchspiel bleiben wird für viele Spieler. Auch wenn das natürlich auf den ersten Eindruck, also ganz ehrlich, der erste Eindruck von mir war, what the fuck, was ist das denn bitteschön, warum zum Geil, also was ist das denn, ja, da habe ich überhaupt keine strategische Tiefe und so. Gut, Strategiespiel, also die Strategie findet nicht auf dem Schlachtfeld statt, das ist klar, dazu fehlt uns irgendwie das Schlachtfeld. Da wird das relativ schnell zu einem sehr wüsten Geprügel. Die Strategie findet im Vorfeld statt, in der Deckzusammenstellung und während des Kampfes der Gedanke, welche Einheiten forciere ich im Bau und welche Einheiten forcieren meine beiden Verbündeten im Bau. Also dass dieses Zusammenspiel mit den beiden Verbündeten ist natürlich essentiell. Wir hatten gerade eben das Glück, dass ich auf Massenspawn gesetzt habe und meine Verbündeten auf Qualität. Und insgesamt haben wir damit den Gegner dann knacken können, der offensichtlich sehr einseitig gespielt hat. Also die haben hauptsächlich diese Mechs gebaut, die zwar furchterregend irgendwie wirken und auch gut gewirkt haben lange Zeit, aber im Endeffekt dann zu einseitig war. Ihre Armee. Die haben wir an irgendeiner Stelle haben wir die ausgehebelt. So richtig durchblicken tue ich es ja logischerweise noch nicht nach der vergleichsweise kurzen Spielzeit. Aber es geht ja auch im Infractor Games Archiv nicht darum, dass ich der absolute Held vom Erdbeerfeld werde, der absolute Bro-Gamer in jedem Spiel. Das ist ja Quatsch. Da müsste ich ja 8 Leben leben. Gut, ich habe nichts dagegen. Ja, ich 800 Jahre alt werden, wäre ich sofort dabei. Aber ich will ja möglichst viele Spielemodifikationen finden und da vorstellen im Rahmen des effizient möglichen und eben im Infractor Games Archiv verlinken, sodass ihr Spiele finden könnt und dann zocken könnt. Ja. So ein netter Mensch bin ich. Und mit diesen wunderbaren Gedanken verabschiede ich mich jetzt aus The Art of War, Tides, gell? Habe ich mir verdrängt? Waves? Nee, Tides. Macht da mehr Sinn. Und zocke weiter ins nächste Spiel. Ich wünsche euch was. Macht's gut, bis bald. Tschüss.